Hallo, also Christine, falls ihr dann Fragen stellen wollt. Ich möchte heute reden über die virtuelle Teamarbeit und das Warum und das Wie am Beispiel der internationalen MINT Summer School der TU Bergakademie Freiberg kurz erläutern sozusagen. Wir haben das Projekt gefördert bekommen vom Stifterverband und Daimler & Benz Stiftung sozusagen im Rahmen international digital. Und ihr werdet sozusagen gleich sehen, ganz grob, wie wir uns das gedacht haben. Die Herausforderung, die damit angegangen werden sollte, war, wie kriegen wir unsere Studierenden fit für die komplexe globale Welt? So, unser Ansatz war an der Stelle, dass die Studierenden über den Erdball verteilt, also völlig egal, wo die sind, ausschließlich virtuell miteinander real existierende Fälle aus der Wirtschaft diskutieren und bearbeiten. Klingt jetzt erstmal ganz spannend, aber Herausforderungen gibt es da viele in den Bereichen Medieneinsatz, Zusammenarbeit und fachlichem Anspruch. Und ich möchte euch kurz erklären, was so unsere Lösungsansätze waren und natürlich auch erstmal die konkreten Herausforderungen. So, und das alles in 5 Minuten. So, Medieneinsatz. Logisch, wenn ich irgendwo Medien einsetze, funktioniert das nur, wenn die, die das nutzen sollen, das auch können, ja? Wenn die fähig sind. Was mache ich also, wenn meine Teilnehmenden nicht medienkompetent sind? So. Ich kann jetzt natürlich nur so einen kleinen Ansatz vorstellen. Wir haben das probiert mit einer Warm-up-Woche. Die war natürlich virtuell, die waren ja alle woanders. Zu den E-Learning-Tools, die wir da eingesetzt haben. Das bedeutet, wir hatten ganz kurze, knackige Webinare, die sowohl ich als auch meine studentischen Hilfskräfte, die dann hier auch nochmal vorkommen, geleitet haben und da ein bisschen auch erklärt haben, wie soll das laufen, was ist damit gedacht. Problem ist, es gibt natürlich trotzdem technische Probleme immer und überall, das kennt ihr ja auch alle. Das kann man auch melden in dem Online-Kurs, den es gibt, aber was mache ich, wenn die nicht im Online-Kurs sind, also wenn die noch nicht registriert sind? Das ist ein ganz großes Problem, was man am Anfang oft nicht mitdenkt, aber aus der Not heraus geboren ist ein Backup-Informationsweg. Bei uns hieß das ganz klassisch Wocheneingangs-Mails und da wurde dann immer verlinkt in den Kurs, damit die sich wirklich immer noch auch mal, falls es noch nicht getan haben, einschreiben konnten. Es wurde das Ziel der letzten Woche, die Ergebnisse und das Ziel der nächsten Woche so ein bisschen zusammengefasst, damit auch immer noch mal aufgezeigt wurde, was schon alles passiert ist. So, nächstes Thema ist natürlich Schwerpunkt und auch Knackpunkt die Zusammenarbeit. Wie schaffe ich es, dass Menschen, die sich noch nie gesehen haben, die sich nur virtuell kennen oder kennenlernen, ein funktionierendes Team bilden? Da hatten wir natürlich Steckbriefe, wir haben kleine Spiele gemacht, aber ganz, ganz tragend war das enge Mentoring durch unsere studentischen E-Tutoren. Ja, die waren Dreh- und Angelpunkt, die haben vor allen Dingen am Anfang ganz, ganz viele Organisationen in den Teams übernommen und nach dann sozusagen die Verantwortung an die Teammitglieder übergeben. So, jetzt wollen wir natürlich nicht nur, dass die Teamarbeit irgendwie läuft, sondern dass sie gut läuft. Und dass den Studierenden, den Teilnehmenden klar ist, was hier der Mehrwert ist und was die auch gelernt haben. Also wir wollen, dass die ihren Wissenszuwachs reflektieren, vor allen Dingen interkulturell und virtuell in der Teamarbeit. Das haben wir umgesetzt mit Hilfe von E-Portfolios, da haben wir heute auch schon mehr zugehört, und haben dort anhand von konkreten Fragestellungen, vor allen Dingen am Anfang zu den 3 großen Trends, die sozusagen aufgeploppt sind, erstmal konkrete Fragestellungen beantwortet haben und dann mündete das in so ein Lerntagebuch. Und das ging die ganzen 9 Wochen lang sozusagen. So, wir haben jetzt hoffentlich ein medienkompetentes, gut funktionierendes Team. Aber wie arbeiten die jetzt bitte auch noch kontinuierlich über 9 Wochen fachlich passend an der Lösung des Falls? Ja, das ist jetzt das nächste große Thema. Und wir haben das versucht zu unterstützen, mit einem Gerüst aus Wochenaufgaben, die dann wirklich sich sozusagen langhangelten an der Projektlösung. Also Projektlösungsstrategie sozusagen, was können wir tun, Literaturrecherche, Organisation, Verteilung der Aufgaben, entsprechende Expertise. Und was wir dann noch hatten zur Absicherung, zur Qualitätssicherung sozusagen, waren virtuelle Treffen mit den Fachberaterinnen aus den Unternehmen, damit die gucken konnten, haben die den Fall überhaupt verstanden? Ist das so ungefähr die Richtung, die ich mir vorstellen kann? Brauchen die noch Literatur oder andere Infos? Und insgesamt haben wir sozusagen festgestellt, dass die virtuelle Teamarbeit funktionieren kann,
wenn die Medien und Instrumente kompetent angewendet werden, wenn die Teambildung und Teamarbeit unterstützt wird und es professionelle Anreize und konkrete Ziele gegeben sind. Dankeschön.